Herzlich willkommen zur Berlin-Brandenburger Antragskonferenz 12. Dieses ist die zweite Antragskonferenz, die erste war in Mannheim und morgen ist eine in Bremen. Ich möchte kurz für den Landesvorstand Berlin ein paar Worte sagen. Es ist sehr schön, dass alles soweit funktioniert hat und dass einige wenige Piraten den Weg hierher gefunden haben. Unser Dank geht an Jan Hemme für die Gesamtorga. Der Dank geht auch an Sven Ola Tücke, Kai Nörtemann, Daniela Berger, Michael Ebner für die Technik, WLAN und den Livestream und alles Technische, was hier verkabelt und verstöpselt wurde. Der Gecko Squad ist auch wieder vertreten und versorgt uns später mit den bekannt leckeren Speisen. Vielen Dank auch an alle, die Dinge getan haben für die Veranstaltung und nicht hier namentlich erwähnt worden. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass die Verpflegung nicht mit in dem Budget drin ist. Also bitte spendet, macht einen kleinen Pledge auf. Noch ein Hinweis, wenn jemand im Saal was sagen möchte während der Konferenz, bitte nutzt das Mikro, damit man euch auch ausgiebig versteht. Ich wünsche uns heute viel Erfolg und gebe hier somit das Wort an unseren Bundesvorsitzenden Bernd Schlömer. Dankeschön. Ja, ich habe auch eine kleine Rede vorbereitet, die ich jetzt euch vorstellen möchte. Ich bin leider etwas terminlich eng, weil ich um 13 Uhr in Dresden sein muss zur Eröffnung der Landesgeschäftsstelle des Landesverbands Sachsen und muss gleich pünktlich meinen Zug bekommen. Liebe Piraten, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser regionalen Antragskonferenz hier in Berlin-Moabit. Mit den regionalen Antragskonferenzen, die in mehreren Städten in Deutschland durchgeführt werden, verfolgt der Bundesvorstand das Ziel, euch ein Forum zu bieten, Programmanträge für den kommenden Bundesparteitag gemeinsam vorher diskutieren zu können. Aber es ist nicht nur das. Die Diskussion über Für und Wider von einzelnen Anträgen soll noch einmal das Bewusstsein schärfen, dass sich alle Mitglieder bei der Programmentwicklung der Piraten beteiligen können. Ja, beteiligen müssen. Denn ich bin der Ansicht, dass Anträge durch den Akt basisdemokratischer Kommentierung, kritischer Ergänzung und ideenreicher Konkurrenz verbessert werden und somit insgesamt zu besseren Ergebnissen führen werden. Noch ist Zeit genug, Anträge zu formulieren und in das Antragsportal einzustellen. Erst am 26. Oktober um 23.59 Uhr endet die Frist für das Einreichen von Programmanträgen, Wünschen nach Satzungsänderungen oder sonstigen Anträgen. Bitte habt keine Bedenken, neue und kreative Ideen einzubringen. Auf den Antragsportalseiten findet ihr viele Hinweise und Tipps, wie Anträge formuliert und eingebracht werden können. Leider muss ich aber heute auch wiederum betonen, dass ich auch schon einen Antrag gefunden habe, der ganz gewiss nicht den Grundsätzen der Piratenpartei entspricht. Antragskonferenzen wie diese hier haben dann aus meiner Sicht die Aufgabe, laut einzuschreiten. Für rechtsradikale, antisemitische oder menschenfeindliche Äußerungen haben wir hier keinen Platz. Lassen wir diesen Dingen keinen Fußbreit. Also ich bitte euch auch darum, dass ihr die Anträge aufmerksam liest. Wir haben leider einen Antrag dabei, der überhaupt nicht geht. Wie wir uns insgesamt mit neuen und ergänzenden Beschlüssen fortentwickeln werden, ist schwer einzuschätzen. Ich glaube aber fest daran, dass wir auf gutem Wege sind, ein Profil der Piratenpartei zu schärfen, das im politischen Wettbewerb mit anderen Parteien sich durchsetzen wird. Ich glaube fest daran, dass die Piraten mit ihren innovativen, offenen, auf Teilhabe und Beteiligung setzenden politischen Ansätzen die Bürger überzeugen werden. Vor allen Dingen glaube ich aber fest daran, dass die Piraten die sozialliberale Kraft der Informationsgesellschaft sind. Es ist ihr unverwechselbares Profil und hier können wir uns eindeutig gegenüber anderen Parteien hervorheben. Wichtig ist, wir dürfen auch Lücken lassen. Menschen werden sich für die Piratenpartei entscheiden, nicht weil sie als Partei jedes Sachthema besetzt, automatisiert Lösungen offeriert, leere Versprechungen wie andere bietet. Nein, Menschen werden die Piratenpartei primär wählen, weil sie ihrer Wertehaltung, ihrer Mentalität oder ihrer Lebenseinstellung entspricht. Weil die Piraten offen, tolerant, sozial, liberal, aufrichtig und politikinteressiert sind. Und weil sie sich durch aktive Teilhabe für diese Demokratie einsetzen und engagieren möchten. Weil sie die etablierten Parteien herausfordern und aufschütteln wollen. Und weil sie sich schließlich den gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft stellen und diese gemeinsam miteinander lösen möchten.
ohne ständig Probleme vor sich herzuschieben und ohne Vorgaben von oben, im Wettbewerb mit gleichberechtigten Ideen. Dieser Weg ist es, der uns einzigartig macht und bislang zu den vielen Erfolgen geführt hat. Schreiten wir ihn also gemeinsam voran. Am Ende hoffe ich aber doch noch ein bisschen, dass wir am Ende beim kommenden Bundesparteitag unser Profil auch in einigen neuen Themenfeldern unter Beweis stellen können. Es wird auf dem Weg zur Bundestagswahl sicherlich noch ein weiterer Bundesprogrammparteitag notwendig sein, um das Wahlprogramm aus unserer Sicht zu vervollständigen, um dann im Frühsommer nächsten Jahres in den heißen Wahlkampf einzutreten. Dazu brauchen wir viel Energie und Tatkraft und auch eure Unterstützung, aber ich glaube, das werden wir schon schaffen. Letztlich sind es dann auch nicht die Reden, die ich hier halte, die zum Erfolg führen, sondern eure Tatkraft. Und somit verabschiede ich mich und sage viel Erfolg und danke, dass ihr hier seid. Tschüss. So, wir warten jetzt noch kurz, weil die Teilnehmer des ersten Panels noch nicht da sind, noch nicht alle. Da der Bu Bernd so schnell weg muss, haben wir jetzt noch ein kleines Loch. Das heißt, ihr könnt euch jetzt noch an Kaffee und anderen Getränken laben. Ich habe jetzt noch 7-8 Minuten Zeit, aber wie gesagt, ich muss um 10.45 Uhr meinen Zug bekommen. Ich fahre heute nach Dresden. Ich war ja schon mal in Rostock, um eine kleine Städtetour zu machen, um mit den Piraten vor Ort auch ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr mir jetzt auch noch was mit auf den Weg geben möchtet, was ihr sagt, Bernd, das läuft total doof, oder daran müssen wir denken, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Diese 5 Minuten solltet ihr durchaus, können wir ja nutzen, die Zeit. Ich packe meine Sachen dazu zusammen, aber ich höre ja zu und nehme dann auch nochmal Stellung. Ich habe nur eine Frage, ich will dir nichts mit auf den Weg geben. Die Frage bezieht sich auf deine Äußerung, es gibt einen Antrag für den Bundesparteitag, der gar nicht geht. Bin ich da richtig informiert, ist das der Niedersachsen-Antrag, Mein Kampf und Schulpflicht? Genau, das ist der Antrag von einem Herrn Schulz, den wir, muss ich sagen, also nicht so gerne auch mittlerweile in der Partei mehr sehe, der die Holocaust-Verleugnung entkriminalisieren möchte. Das ist ein Antrag, der aus meiner Sicht überhaupt nicht in Ordnung geht und dem man aktiv begegnen muss. Und Antragskonferenzen dienen dem Zweck, dass man sich mit solchen Anträgen kritisch auseinandersetzt und auch öffentlich bekennt, dass wir solche Anträge nicht sehen wollen. Also wir wollen in der Piratenpartei menschenfeindlichen Äußerungen, Aktivitäten keinen Raum bieten. Und das ist immer wieder schade, dass man das sagen muss, aber das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und Antragskonferenzen, ob nun in Bremen oder hier in Berlin oder in anderen Städten, haben die Aufgabe, das aktiv nochmal zu zeigen, dass das so nicht geht. Deswegen habe ich es nochmal angesprochen. Es ist nichts, das unter den Teppich zu kehren. Man muss es aktiv ansprechen, sonst machen wir uns, wir müssen aufrichtig bleiben und ehrlich. Und wir haben das Problem, es ist kein Einzelfall. Und wir müssen halt tun, alles Dumme tun, damit es niedergemacht wird, sage ich jetzt einmal. Na, ich habe dazu noch eine Frage. Ist es denn nicht so, wenn man so einen Antrag immer wieder nennt, immer wieder wiederholt, ist es nicht so, dass man dann gerade die Aufmerksamkeit auf diesen Antrag lenkt und dadurch den Antrag eigentlich hervorhebt? Nein, dafür ist es schon zu spät. Ich habe da gestern Abend drüber nachgedacht, sage ich was, sage ich nichts. Die Presse hat ihn schon gefunden und ich wurde gestern schon um Kommentierung gebeten worden und deswegen habe ich heute Morgen nochmal die Chance genutzt, um das nochmal klar und deutlich zu sagen, weil man sonst wieder monatelang dahinterherläuft und ich muss es dann einfangen, deswegen sage ich es nochmal aktiv. Die Presse ist schon drauf. Ja, also im Sinne dieser Aufforderung, sowas nicht zu akzeptieren, man kann es nicht totschweigen. Es wird Eindeutigkeit erwartet und wenn man es totschweigt, ist das Thema ja nicht aus der Welt. Solche Anträge sind da und man muss sie einfach zurückweisen. Die Sanktionen sind, glaube ich, noch nicht genau genug besprochen. Eigentlich müsste ja klar sein, es gibt ein Parteiausschlussverfahren. Ich sehe dein Nicken, also insofern, man muss es ganz eindeutig ausschließen, dass so etwas hier auf dieser Plattform stattfinden kann.
Es tut auch nicht weh, dagegen zu sein. Also insofern. Haben wir noch eine Frage? Eine geht, glaube ich, noch. Politik ist manchmal auch ein Theaterstück, aber ich habe keinen Fahrer. Ich muss mit dem Roller jetzt zum Hauptbahnhof und dann meinen Zug bekommen. Also eine Frage geht noch. Wird wahrscheinlich viel zu lange Antwort sein, aber warum so eindeutig sozialliberal? Ich bin in den letzten Wochen immer wieder gefragt worden, warum ich die Piratenpartei als liberale Partei beschreibe. Ich habe das, mache das auch adressatenabhängig. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das heißt, wenn ich mich äußere zu politischen Sachverhalten in der Piratenpartei, wie jüngst in der Neuen Osnabrücker Zeitung, dann soll es dem Wähler gefallen. Die Niedersachsen wollen ja auch gewählt werden, um in den Landtag zu kommen. Und dort ist ein Label liberal geeigneter. Ich bin Niedersachse und weiß, wie die Menschen so ein bisschen ticken. Aber ich glaube, dass wir in der Orientierung sozialliberal sind. Wir sind eine Partei, die sehr stark auf individuelle Freiheit setzt, auf Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung. Wir sind eine Partei, die sehr stark für sich in Anspruch nimmt, eine staatsskeptische Haltung zu haben. Eine Haltung, die zum Ausdruck bringt, wir sind gegen ein Staat, der sich um alles kümmert, der kontrolliert oder überwacht. Und wir sind eine Partei, die eine Wertehaltung in sich trägt, die geprägt ist von sozialer Verantwortung und solidarischem Handeln. Das ist die soziale Komponente, deswegen sozialliberal. Und wir sollten dieses Profil durchaus offensiv vertreten, weil es uns gut abgrenzt gegenüber, ich sage es mal, unseren Hauptkonkurrenten, sind die FDP. Das ist einfach so. Und die Grünen. Und wir müssen eine gute Nische finden. Das ist meine persönliche Meinung. Und wir können viele Menschen gerade in urbanen Räumen erreichen, wenn wir dieses Label auch strategisch nutzen, um zu sagen, so wollen wir sein. Wir wollen offen sein, tolerant, liberal, aufrichtig. Das, was ich eben gerade auch gesagt hatte. Und ich glaube, damit können wir alle gut leben. Wir können, ich bin eingeladen von einer Crew hier in Berlin, es wird irgendwann November sein und ich bin gerne bereit, dass wir das zum Schwerpunkt des Abends machen. Es gibt Crews, die wollen mich unterstützen, damit ich nicht so hetzen muss wie heute und wir können das im November gerne diskutieren. Und zwar ist das ein sehr wichtiger Prozess, der zurzeit läuft. Wir sind nämlich in einer sehr schönen Selbstfindungsphase, ich will das gar nicht kritisch bezeichnen, es bilden sich Milieus heraus. Und das ist eigentlich gut. Und ich bin gerne bereit, darüber nochmal zu diskutieren. Das macht ja am meisten Spaß, mal nicht zu meckern, zu motzen, sondern dass wir mal den Anlass nehmen, uns konstruktiv mit unserer eigenen Wertehaltung auseinandersetzen. Nur ein halber Satz, du hast ja gefragt nach Sachen, die wir mitgeben. Du hast eine sehr defensive Antwort angefangen. Ich würde mir total wünschen, dass du es einfach viel offensiver stärkst und treibst und sagst, liberal muss nicht nur wirtschaftsliberal im Sinne der FDP heißen, sondern wir müssen dieses Label einfach mit neuem Leben füllen. Genau, also ich habe früher mal, ihr mögt den Namen nicht, aber ich verstehe mich mit Jens Seidenbusch ganz gut. Wir haben die Chance, für das 21. Jahrhundert, das ist jetzt sehr akademisch, aber wirklich eine neue Art von Sozialliberalismus, von Liberalismus zu definieren. Das ist eine einmalige Chance und die Menschen werden das auch quotieren. Wir haben gute Chancen, uns da wirklich zu profilieren und langfristig zu etablieren. Irgendwann werden wir auch etabliert sein, aber dann bin ich in Rente. Tschüss.